Hallöchen Strategiefans und herzlich willkommen zurück in Total War Pharao. Ja, der Weltkrieg geht jetzt hier weiter und wir stehen hier oben, also hier im oberen Bereich, also im nördlichen Bereich des südlichen Bereichs, ganz schön vor Probleme. Also hier steht eine Armee und hier steht City auch direkt vor unserer Tür. Ich meine, die beiden Regionen, die sind relativ gut beschützt, weil das eine mit Stadt und da haben wir halt genug Garnison. Hier kommt genug Garnison aus dem Totentempel, aber hier bei Chatti nicht. Das könnte natürlich hart werden. Die Armee, die muss noch eine Runde rekrutieren, dann hat sie erst 19. Aber naja, vielleicht können wir noch irgendeine Königliche reinballern. Auch wenn es jetzt ein bisschen Risiko ist, wegen der kleinen Hordenarmee hier, werde ich mit der hier doch schon mal Allzeit nochmal bereit. weitergehen. Du greifst nochmal dazu. Kommst du doch da noch ran, oder? Oh nö, kommt da leider nicht mehr. Ah, egal, er ist auf einem Ein guten Weg kurzer dahin. Fußmarsch. Der Nur darf sich Stärke leider nicht mehr zählt. bewegen. So, hier haben wir die Siedlung eingenommen. Das Leben ist ungerecht. Ist er in einer Runde? Ja, der ist in einer Runde wieder fit. Der ist schon mal sehr gut. So, hier ist unser Erfolg neuer um General. Da jeden müssten wir Preis. eigentlich. Naja, Niemand gut, soll meinem Ajatis Volk kann sich eine natürlich neue noch Heimat bewegen. verwehren. Ach ja, stimmt ja. Da waren wir ja hier am Belagern. Ja, leider hat er da noch einen Beobachtungsposten, ne? Sprecht eure letzten Worte. Müssen wir uns eigentlich jetzt mal überlegen, ey, ob wir den so angreifen wollen. So sind wir ein bisschen im Vorteil noch. Und eben die eine Armee müsste von hinter uns kommen. Also die hier, die aus der Festung. Na, er hat hier ganz ordentliche Truppen, ne? Hauptsächlich Silber, ne? Ah. Das ist mal die Bogenschützen alle genau angucken. Also das sind die billigsten. Die können 150 weit schießen. Hier hat er dann schon Silberne mit drin. Die können schon 190 schießen. Ja, und dann hat er noch hier zwei Wagen mit drin, die auch ballern können. Oh, und hier hat er da goldene Bogenschützen drin. Es gibt sogar welche, die 240 schießen können. Sehe ich jetzt erst. Das allererste Mal. Da seht die Langbogenschützen. Crazy shit, ey, was es hier für Bogenschützeneinheiten gibt. Viel Infanterie bringt er nicht mit. Selbst die hier, diese Nubischen, können ja 230 schießen. Unsere Armee ist fast komplett Gold. Ach kommt, ey, wir gehen hier drauf. Ja, und da war es bereit, hier bei Nu Abu sein Bestes zu geben. Das wird nicht einfach, denke ich mal. Und natürlich haben wir hier in der Wüste wieder diese Gluthitze. Kriegen wir sie irgendwie auf trocken? Das sieht, glaube ich, gut aus, ne? Ja, so wollen wir das haben. Dann ermüden die Truppen nicht so. So. Von hinter uns kommt Ich will ihre nichts. Freie Tja. Und jetzt ist die Frage, von welcher Seite kommt seine größere Verstärkung? Oh, das ist natürlich echt übel. 50-50 Chance. Ja, und da steht halt auch nur Armin Mess, ne? Welche das sind, steht da leider nicht. Na super, ich sehe es doch schon kommen. Ich entscheide mich für die falsche. Da, wo nur der eine kommt. Teile ich meine Truppen auf. Ja, ich glaube, ich teile meine Truppen auf. Stellen wir mal so hin.
kriegt ihr hier mal 4 Bogenschützen. Der Zü. Auf Befehl des Stammes! Den General. Obwohl, warte mal, den halte ich so ein bisschen zwischen den Truppen, dass er nicht. Aber die kommen so Bogenschützen, die so weit schießen können. Wir werden diese Flöhe und Läuse loswerden. Na, ich glaube, ich stelle sie doch zu der etwas stärkeren Truppe. Wir nehmen hier mal 5-mal Infanterie rein. Er kriegt dann die beiden Stance-Loiterer. Kämpft gemeinsam! Halte ich mal hier hinter der Düne. Zurück. Heute! Tja, und die beiden hier werden wir so ein bisschen aufteilen, je nachdem, wo seine stärkere Truppe kommt. Tja, dann würde ich mal sagen, dann legen wir hier los. Gucken wir mal, hier kommt seine stärkere Truppe, da drüben kommt noch einer. Also, stopp. Das ist nur ein General. Da steht zumindest mein General ja gar nicht so schlecht. So, die 4 sind auf jeden Fall alles schon mal Bogenschützen. Können wir in die Wagen zurück? Ihr beiden greift die an. Ihr schießt auf die. Ihr aus der Gruppe raus. Schauen wir noch darüber. Die sind auf dem Weg. Ja, die Bogenschützen greife ich direkt an. So, da sind meine Bogenschützen. Erstmal nur auf den. Mir nach, Brüder! Ah, da kommen die nächsten. Die Wagen kommen angerollt. Reitet, Männer! Nur Stäbchen. Da hauen auch jede Menge Bogenschützen ab. Dann müssen die Wagen jetzt erstmal reinknallen. So. Das ist Infantry, aber schießt trotzdem mal lieber auf die Bogenschützen hier. Die Wagen auch schon mal auf Angriff stellen hier. Das sind keine Bogenschützen. Oh, ist denn hier Bewegung zu sehen? Ne, ich glaube, er bleibt im Moment noch in der Siedlung stehen. Tja, machen wir erstmal weiter. Bleiben standhaft! Ja, unsere Bogenschützen verziehen sich mal nach da. Lasst sie bluten! Mir nach! Die Wagen ziehen sich mal nach da raus. Willensstark! Nur falls irgendwas aus der Stadt kommen sollte, nochmal ins Stäbchen. Ziehen sich gerade so ein bisschen raus hier, die Bogenschützen. Dann schießt ihr beide doch mal auf die. Ihr kommt da gleich mal von hinten. Boah, die brauchen wir so ewig lange.
Das kann ich mir, glaube ich, auch schenken. Dann stellt ihr euch schon mal so hin und ihr so. Alle da angreifen. Die da nochmal mit rein. So, ganz kurz die Wagen ein bisschen rausziehen. Dann machen wir erstmal weiter. Jawohl, die fangen an zu blinken. Das sieht sehr gut aus. Dann macht ihr feuerfrei aus. Den Auftrag erstmal weg. Und warum blinkt er hier? Schießt mal auf den. Ihr damit ran. Körper da Schwatter und die Barken schützen. So, die sind geschlagen. Ihr schießt auch mal auf den. So, der ist schon angesetzt. Den knallst du da ja nochmal mit drin. Du sammelst die hier mit ein. Und dann können wir euch wieder in ein Gröbchen machen. Dann baut ihr euch da schon mal wieder auf. Den Rail dazu. Ja, das hier sieht ganz gut aus. Wir werden nicht wanken. Bei den Göttern, ich hasse diesen Satz. Die blinken zum Glück jetzt auch schon mal. Schwerter! Kämpft für eure Brüder! Nur noch eine. So, der kann auch nicht mehr. Also der ist auch fertig. So, die sind alle schon aus dem Rand geflohen. Dann baut ihr euch da auf. So, Bogenschützen dazu und das Jagen, das müssen hier die Wagen übernehmen. Die ist sowieso gleich weg. Hier musst du durch zu viele Leute durchfahren. Mach mal so. Und erstmal weiter. Anhor, schütze uns! Ja, er hat hier noch ziemlich viele Truppen. Der kommt recht angeschlagen in seine Stadt rein. Streitwagen! Streitwagen, vorwärts! Ah, ta. Schaut nur, wie sie rennen! Krieger von Kanaan! Bringt die Rede ins Rollen! Oh, jetzt müsst ihr die Wagen nicht packen, so. Sterbt! Der greifst du jetzt mit zu. Ja, die werden wir ja auch kriegen. Wir werden nicht das wanken. Ist schon erledigt. Ja, ihr Wägelchen, das hat ihr mal schon ich mal nach der Anfang. Nicht fertig. Ja, ihr baut euch da schon mal auf, damit ihr den Wagen nicht im Weg steht. Wir gehen da lang. Streitwagen! Lauft, Brüder! So, die Streitwagen, die hätte ich gerne da. Du kannst natürlich trotzdem weiter die hier einsammeln. Oh, hier ist kein Eingang. Also müssen wir mit allen Truppen nach hier. Und da hat er
angeblich nubische Schwertkämpfer? Die 210 weit schießen können. Was? Steht doch da. Infanterie mit Schwert und Schild. Reichweite 210. Ey, stimmt doch irgendetwas nicht. Kann nicht normal sein. Dass sie irgendwie eine Reichweite von 210 haben als Schwertkämpfer. Das sind Streitwagen. Speerträger. Sind auch Fernkämpfer. Hä? Das sind auch Speerträger. Das sind auch angeblich Fernkämpfer. Was? Was ist denn hier los, ey? Hier, der General. Okay, der hat auch einen Kompositbogen. Das ist in Ordnung. Wieso sind denn hier seine Schwertkämpfer und seine Speerträger Fernkämpfer? Das kommt mir sehr mysteriös vor. So, ist hier ein Eingang? Ja, da haben wir einen Eingang. Da postieren wir mal die Wagen. So, die haben es geschafft. So, da kommt ja dann die Infanterie hin. Kommt hier hinten denn noch was? Oh Gott, ja, hier ganz hinten ist auch noch ein Eingang. Diese Narren haben keine Chance. Die Wagen erstmal noch da. So, hier noch da und noch da. Hier entlang, Brüder. Und ihr müsst erstmal normal marschieren, dann geben wir hier ein bisschen Schub. Das ändert sich hier auch nicht. Werden angezeigt als Fernkämpfer. Das wird eine üble Schlacht. Wie sieht's bei denen aus? Die sind auf jeden Fall ausgeruht. Ja, die müssen später sowieso ausgeruht sein. So, wir teilen die jetzt auch nochmal auf. Ja, marschiert mal noch da weg. Mit dem General. Nee, kommt leider kein Eingang mehr. So, die sind schon wieder auf Feuer frei. Die machen wir auch mal wieder auf Feuer frei. Kann alles noch ein bisschen dauern. Es wird schon echt ein hartes Brett hier reinzukommen. Wenn man auch so viele Fernkämpfer hat. So, jetzt verschiebt ihr auf jeden Fall mal was nach da. Die sind noch unterwegs. Oh, die stehen schon bereit. Er kann ja angeblich bis da schießen. Lauft mal nach da. Oh, hier hat er auf jeden Fall mal Wagen als Verstärkung geholt. Ja, da kommt noch was rüber. Die werden noch ein bisschen brauchen. Mehr oder weniger sind die auch noch im Marsch. Dann läuft ihr auch alle noch normal. Tja, wir müssen ja mal irgendwie was starten. Und da würde ich mal sagen, wir greifen jetzt hier schon mal an. Das macht mich ein bisschen wuschig hier, dass hier diese ganzen Speerträger und so als Fernkämpfer angezeigt werden.
So, ihr geht schon mal vor. Schießen die den? Die schießen tatsächlich? Was? Oh mein Gott, was ist das denn, ey? Wenn ich das gewusst hätte, ey, die Gang gegriffen. Sperrträger, die gleichzeitig Fernkämpfer sind? What the fuck, ey? Dann haben wir wahrscheinlich gar keine Chance. Immer stark. Das ist ja richtig übel. Für die Schlacht geboren. Gebt niemals auf. So viele Bögen. Der kommt von überall, Fernkämpfer. So, hier wird auch schon verschoben. Da müssen wir auch in den Angriff gehen. Wo sind meine drei? Der. Ja, nur bist du Schwertkämpfer, Fernkämpfer. Es ist ja ganz übel. Ja, das sind ausgerechnet Speerträger. Also nicht so gut für unsere Wagen. So, die ist auch noch im Angriff. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir da irgendwas hinterquetschen können. Marschiert! Schwerter! Aber ne, da kriegen wir nichts durchgequetscht. Löscht die aus! Jede Menge Verschiebungen drin. Für die Schlacht geboren. Steine, los! Lasst sie büßen. Der kommt auch schon wieder die nächsten Schwertkämpfer, die Fernkämpfer sind. So, das hier haben wir gleich geschafft. So, brauchen wir ein Schnäppchen. Die sind am Flüchten. Da sind die nächsten Fernkämpfer. Da müsst ihr erstmal drauf gehen. So, ja, der hat zumindest was zurückgezogen. Ah, die Wagen sind auf dem Weg weg. Müssen wir wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen warten. Dann geht hier mal schon mal die Infanterie vor. Tür hält sich natürlich zurück. Hier nur ein bisschen näher ran. Die haben es hier gleich geschafft. Ja, jetzt haben sie es geschafft. Nein! Es gibt keine Hoffnung mehr! Ich wollte doch ein Päuschen haben. Schießt ihr mal auf die Speerträger da. Ja, ihr auf diese Speerträger Bogenschützen. So, und dann gehen zwei erstmal der Einstellung. Und ihr beiden geht da weiter. Und auch hier sitzt er schon am Ballern. Ich nehme mal einen Wagen da mit rüber. Streitwagen, mir nach! Willensstark! Damit angreifen. Aber Päuschen. Ja, die Speerträger bewegen sich da auch nicht weg. Es wird echt schwierig.
gehst du mal davor. Du gehst davor. Tja, da ihr schon in Schlagdistanz seid, greift ihr hier natürlich zu. Ich glaube, die teile ich nochmal auf. Aha. Ah ja, die sind also beide schon leer. Da muss ich euch mit als Infanterie nutzen. Die haben noch ein bisschen was. Man ballert da noch ein bisschen mit rein. Hier mal auf die Bogenschützen. Alter, das wird echt übel, diese Schlacht zu gewinnen. Aber naja, okay. Ich habe halt auch nicht damit gerechnet, dass das hier alles Pferdkämpfer sind. Keine Ahnung, ob das eine Special-Eigenschaft der Nubier ist. Immer stark! Willensstark! So, da kommt ein General. Da kommt auch noch was. Kämpft für eure Brüder! Da geht ihr auf den General. Ihr greift bei den Wagen mit zu. Wir brauchen schon wieder ein Stöpschen, denn die sind schon mal wieder Stöpschen. Die sind schon wieder geschlagen hier. Obwohl doch, fahr mal damit hin. Die sind nämlich hier schon bereit. Und versucht eh mal dort ranzukommen. Ihr schießt weiter auf die Bogenschützen. Ihr krallt euch die hier. Oh Gott, hier ist übel. Was haben die hier gemacht? Haben sich irgendwie in so eine Kette hingestellt? So, ihr greift alle da an. Bewegt sich schnell. Jetzt mal auf dem Weg weg hier. Oh ja. Wen hat er da? Leider nochmal Speerträger. Jetzt kommt er mit denen wieder zurück. Wir werden ja von allen Seiten beschossen. Stürzt euch auf sie! Ja, das ist ja klar. Also den Angriff hätte ich nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass das hier so gut wie alles Fernkämpfer sind. Das sieht jetzt nämlich echt schlecht für uns aus. So, versuche mal irgendwie hier so an der Seite dich wegzuquetschen. Die Wagen nehmen wir für den General. Wenn wir General ranholen, traue ich mich überhaupt nicht. Was haben wir denn da noch? Also meine Steinschleuder können auf jeden Fall noch einen ordentlichen Weg gehen. Dann mal hier bitte bei den Bogenschützen mit angreifen. Ja, es sind alles Pferdkämpfer. Voll crazy. So, da sind die auf jeden Fall rangeklatscht. Dann holen wir die beiden Bogenschützen ein, halt mal ein bisschen nach. Die haben wir noch ein bisschen Munition. Übelste Schlacht, ey. So, da ist der eine Wagen mit reingeklatscht. Den würde ich jetzt aber gerne nach da ziehen. Du greifst damit zu. Seht eurem Tod ins Auge! Ihr werdet leiden! Wo ist denn der Wagen?
So, hat die und das hier geschafft. Das sieht auch schon gar nicht so gut aus. Okay, die haben das noch nicht ganz geschafft. Was haben wir da? Dann nochmal Sperrträger. Überall Sperrträger. Ja, die Wagen nochmal raus. Weil der hier weiß er es nicht so genau, was er machen soll anscheinend. Okay, die hier haben wir geschlagen. Dann würde ich mal sagen, die Bogenschützeneinheit, die hier vorne ist, die kommt mal damit. Die Infanterie nehmen wir da lang. Und hier die zweiten Bogenschützen. Ich glaube, die nehme ich auch hier mit lang. Tja, ich hoffe irgendwie mal, dass die Infanterie das hier regeln kann oder das relativ zügig, damit ich die Wagen hier noch behalten kann. Jetzt komme ich mal mit meinem General. Wo ich ein bisschen Panik davor habe. So, du knallst mal damit rein, wenn es geht. Schlagt ihre Schädel ein! Schwerter! Die sind für eine Bronzeeinheit auch ganz schön hart. So, jetzt zieht sich was zurück. Wird hier von allen Seiten beschossen. Ihr werdet leiden. So, das ist geregelt. So, die haut jetzt ab. Das heißt für mich, ihr geht da lang und kommt mal ein Gröbchen. Und meine Wagen kommen jetzt mal rein. Jetzt kriegt man sie ja natürlich wieder nicht so richtig hingestellt. Du mal nach da. Du mal nach da. Falls die Sperrträgereinheit es sich anders überlegt, können wir sie von zwei Seiten in die Mangel nehmen. Sauber. Das ist geregelt. Das müssen die beiden Infen sein. Dürrlang. So, einmal Wagen nach Tor. Einmal Wagen nach Tor. General ist auf dem Weg. Dagegen. Den schießt immer noch auf den General. Da habe ich erstmal wieder alles eingestellt und weiter geht's. Also, dass es nicht einfach wird, das wusste ich, aber dass es so schwer wird, habe ich jetzt auch nicht gedacht. Mal gut, dass die Steinschleuderer noch ein bisschen Muni haben. Krieger von Kana! Oh, dagegen. Wir sind unaufhaltsam! Hier knallt mal der bei den Keulenträgern mit rein. So, da kommen die Speerträger. Da fährst du wieder zurück. Reitet, Männer! Bevor sich hier irgendwas entspannt. Doch nochmal ein Päuschen. Welche ist das? Das sind die Bogenschützen. Da geht ihr mal mit ran. Warum darf ich den da nicht so richtig hinstellen? Jetzt hat er es geschafft. Das sind die Schwertkämpfer. Die nehmen wir mal mit nach da. Obwohl, warte mal, wir nehmen beide mit nach da. Ich glaube, hier sind meine geschlagen. Okay, und die haben auch keine Money mehr.
Steuerschleuderer mal dahin. Du greifst mal damit zu. Das sind eigentlich auch nur Keulenträger. Kriegen sie aber irgendwie nicht kaputt. Warte mal, bevor ihr weiterlauft, schießt mal auf die. So, ihr kümmert euch darum. Ich glaube, dann haben wir es erstmal wieder. Seht ja, euren Tod ins Auge! Zugreifen. Komm, damit es hier ein bisschen einfacher wird, greift ihr da nochmal mit zu. Lasst sie bluten! So, und ihr müsst euch mal bewegen. Das fahrt ihr hier immer so auf der Stelle. Ihr müsst hier hinten reinklatschen. So. Alle auf die. Nochmal ein Stäbchen. Jetzt könnt ihr die Steine schon erstmal reinlaufen. Das ist echt brutal. Warum schafft ihr die denn nicht? Klatsch mal da mit rein. Den General nehmen wir lieber nach da. Tja. Ich glaube, ich brauche die, damit die hier nicht zu schnell fliehen. Greift mal damit an. Die Wagen. Ich glaube, die nehme ich mal hier mit rum. So, erstmal wieder weiter. Aber die blinken jetzt zumindest mal. Wurde aber auch mal Zeit. So, die sind weg. Die hier sind leider immer noch nicht geschlagen. Da nehmen wir mal die Infanterie mit rein. Das sind die Wagen. Mal rausziehen. So, die blinken. Die werden noch ein bisschen brauchen. Tja, da hat er nochmal Speerträger. Dann nehme ich die Wagen doch mal noch da. Das wird mein General höchstpersönlich übernehmen. Wagen nach da. Da machen wir erstmal weiter. Boah, sehr schön. Das hier ist auch erledigt. Bewegt euch dorthin. Wieder ein Stäbchen. So, das sind diese Bürger. Warte mal, die habe ich ja schon in einer Gruppe. Dann macht ihr hier die Tür zu. Du versuchst mal da schon mal mit zuzugreifen. Sie können dem Tod nicht. Die Einheit hier, diese Keulenträger, ist ja ganz brutal. Tut sich ja gar nichts. Kriegsstreitwagen! Na, hier wird fleißig auf uns geschossen. Deswegen müssen die Wagen da mal ran. Auf Befehl des Stammes! Genauso wie du. Da sind meine Steinschleuder. Darauf schießen bitte. General wird noch ein bisschen brauchen. Aber da kommt schon die Wahl. Oh, hier geht überall die Lampen gerade an. Sein General gefallen oder was? Und da ist der Sieg, ey. Das ist echt schön, dass wir das geschafft haben, ey. Was für eine schwere Schlacht. Ah, hier müsste doch mal so wegen den Wagen so ein bisschen was gehen mit Verfolgen, oder? Feuer, Feuer aus. Damit die noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Sind hier nicht noch zwei Flaggen von ihm? Ja.
Da ist die eine. Da ist die andere. Wir haben auch noch mal zwei Wagen. Versuch's mal die zu holen. Versuch's mal die zu holen. Und General macht von da zu. Ja, ich denke mal, dass hier am Ende die Wagen reingekracht sind, weil ja hier sehr viele von seinen Einheiten waren. Das hat bestimmt den Ausschlag gegeben. Komm, lassen wir nur ein bisschen mit Schub laufen. Wie gesagt, dass die Einheiten hier vielleicht noch ein bisschen Erfahrung kriegen, aber naja, man sieht es schon, ne? Sie stoppen ja gleich mit dem Verfolgen. Bis auf die Wagen immer, ne? Die Wagen fahren meistens noch. Hier wird meistens Wagen, ne? Die werden eh zu schnell sein. Da kommen noch welche. Ja, aber man sieht es schon. Sie hören halt immer wieder mit dem Befehl, den man gegeben hat, auf. Jetzt haben sie wieder aufgehört, die hier. Ich kann zwar immer noch mal ein bisschen versuchen, aber das wird nicht so viel bringen. Zack, wieder aufgehört. Es kann auch nicht an der Ermüdung liegen, der ist nur aktiv. Naja, dann beenden wir jetzt das Gefecht. Ich hoffe mal, wir haben nicht ganz so viele Leute verloren und dass eben alle Einheiten überlebt haben. Es war nur ein knapper Sieg. Ich fand ihn trotzdem unheimlich toll. Oh, ich schien durch den Hals gestochen und dann den Kopf mit dem Speer abgeschlagen. Also warum das jetzt ein knapper Sieg ist, kann ich nicht sagen. Wir haben nur 165 Leute verloren. Er hat 2277 verloren. Also von daher sehe ich das nicht als knappe Schlacht. Also zum Glück sein Extra-General ist weg. Ich meine, seine Festung ist sowieso weg. Und die waren ja alle in der Siedlung. Die sind auch alle weg. Also für mich war das kein knapper Sieg, aber naja. So, niederbrennen. Das war doch so, oder? Oh, ich habe es wieder nicht drauf geachtet. Aber es ist heiliges ägyptisches Land. Das mit dem Niederbrennen war genau richtig. Darf es aber nicht mehr. Ah, doch, er darf auch noch kolonisieren. Ich tue, was getan werden muss, um zu Einheit überleben. Verloren haben wir auch nicht. Komm, dann kolonisieren wir das auch gleich noch. Sie sollen uns für ihre strahlenden Helden halten. Der braucht bestimmt mal eine, zwei, oder? Welche ist denn am allerhärtesten angeschlagen? Die hat 7, die hat 31. Jo, die braucht 2 Runden. Ist dann aber anscheinend auch die einzige, die 2 Runden braucht. Dann können wir New Abu auf jeden Fall noch reparieren. Tja, und dann hätten wir das doch geschafft hier. War eine ziemlich spannende Schlacht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß damit, denn wir haben hier das Ende der Folge erreicht und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Bis dann, bis dann und ciao.